Lina träumt von Freiheit im Wind, was die Zukunft ihr bringt. Von der Sonne am Meer, von dem Paradies, das sie liebt, das sie niemals hergibt. Und sie freut sich so sehr auf das, was Lina heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Gönne, teure heilige Nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Voll Inbrunst beten sie zu dir. Sie bitten dich, erhöre uns. Das glaube nicht sich, in Verzweiflung kehre. Romeo, man kann den schmachtenden Verliebten auch spielen, ohne zu übertreiben. Und du, Julia, es ist eure erste Begegnung. Du bist aufgewühlt. Du weißt, ein Heiliger pflegt sich nicht zu regen, auch wenn... Sie spielt echt furchtbar. Ich hätte die Julia spielen sollen. Finde ich auch. So reg dich, Holde, nicht. Wie Heilige es pflegen zu tun, derweil mein Mund dir nimmt, was er erfleht. Madame, müssen wir uns jetzt unbedingt küssen? Ich meine, wir könnten doch einen Handschlag machen. Das ist moderner. Nicht doch, Nico. Das ist Shakespeare. Da ist Leidenschaft gefragt und Liebe. Küssen, küssen, küssen! Ihr küsst recht nach der Kunst. Karamell, meine schöne Karamell! Nun hat dein Mund ihn aller Sünd entbunden. Ganz ruhig, meine holde Schönheit. Du redest vielleicht ein Quatsch. Du solltest den Hofnarren spielen. Und du, Angelo? Bedauerst du nicht, dass du nicht den Romeo spielen kannst? Nein, Theaterspielen ist nicht mein Ding. Sich vor allen Leuten zu küssen. Naja, ich wollte damit nicht sagen, dass ich dich nicht küssen könnte. Das schon, aber nicht so. Du weißt schon. Ich verstehe. Aber würdest du mit mir um die Wette reiten? Wer zuerst auf der Ranch ist? Ja! Ja! Im Krankenhaus. Was ist passiert? Au, mein Kopf. Langsam, mein Schatz. Du bist vom Pferd gefallen. Was? Vom Pferd? Ja, bei unserem Ausritt im Wald. Erinnerst du dich, Lulu G? Wer ist das, Mama? Deine Freunde. Nico, Anna, Angelo. Erinnerst du dich an sie? Nein. Lena leidet an partiellem Gedächtnisverlust. Das kann bei so einem Sturz durchaus vorkommen. Es ist so, als hätte ihr Gedächtnis alles ausgelöscht, was mit dem Unfall zu tun hat. Heißt das, sie hat auch uns vergessen? Vorübergehend. Normalerweise kommt die Erinnerung zurück, aber dafür benötigt Lena Zeit, Erholung und vor allem euch. Ich muss weiter, wir sprechen uns später. Was war mit Mistral los, Angelo? Er muss sich vor irgendetwas erschreckt haben. Er ist durchgegangen wie verrückt. Lena hat die Kontrolle verloren. Ich konnte nichts machen. Es tut mir leid. Nicht doch, du kannst nichts dafür, Angelo. Nein, es war Mistral. Er ist unberechenbar, nicht zu kontrollieren, viel zu gefährlich. Lena wäre beinahe... Es ist passiert und vorbei. Lena hat es überstanden. Das ist die Hauptsache. Solange Mistral bei Lena ist, wird es nicht vorbei sein. Aber bitte, Monsieur Steiner, Lena und Mistral brauchen einander. Dieses Pferd hat sie ins Krankenhaus gebracht. Tut mir leid, aber ich will nicht, dass Lena sich Mistral noch einmal nähert.
Erinnerst du dich an dein Zimmer? Ja, ich erinnere mich an euch, an das Haus auch. Aber an alles, das mit dem Unfall zu tun hat, nicht. Keine Sorge, Schatz, das kommt bestimmt wieder. Der Arzt hat gesagt, dass du dich gut ausruhen sollst. Und wenn du dich kräftig genug fühlst, kannst du wieder in die Schule gehen. Das ist dein Pferd. Erkennst du es? Du bist ihn geritten, als du den Unfall hattest, Lena. Und meiner Ansicht nach wäre es besser, komm, wenn du... Komm, Liebling, wir sollten Lena ein wenig Ruhe gönnen. Du bist so hübsch. Wieso habe ich dich vergessen? Glaubt ihr, Lena wird sich wieder an uns erinnern? Klar doch, Anna. Einen so hübschen Jungen wie mich vergisst man doch nicht. Jedenfalls fühlt sich hier jemand einsam. Ja, armer Mistral. Das wird schon wieder, mein Hübscher. Na komm, wir kümmern uns um dich. Lass dich mal streicheln. Nein, warte, Anna. Das könnte gefährlich sein. Mistral reagiert manchmal unvorhersehbar. Keine Angst, Mistral. Lena ist bald wieder da. Auf jeden Fall. Denn wenn nicht, habe ich keine Julia mehr. Nein, oh. Pilger, lege nichts der Hand zu Schulden für ihren sittsam andachtsvollen Gruß. Wow, der heiligen Rechte voll der Hammer, die neue Julia. Endlich darf sie sich aufführen wie ein Star, oder, Angelo? Angelo? Oh, ich habe an Lena gedacht. Sie sollte wieder auf die Ranch kommen. Es würde ihr bestimmt helfen, sich zu erinnern. An uns und die Pferde. Aber ihr Vater will doch nicht, dass sie sich Mistral nochmal nähert. Perfekt, Samantha. Nochmal zurück zur ersten Begegnung. Auf Anfang. Die Kussszene mag ich am liebsten. Hey, wo rennst du denn hin, Angelo? Zu Lena. Wir holen sie ab und nehmen sie mit zur Ranch. Was? Und ihr Vater? Sie soll sich von Mistral fernhalten, aber nicht von der Ranch. Ich bin sicher, es hilft ihr, wieder gesund zu werden. Also, das hier ist Sila, mein Andalusier. Und das Josephine, die Hübscheste. Weißt du noch? Und dann gibt's noch die hier, die nur macht, was sie will. Mistral. Er ist wunderschön. Warte, Lena! Lass sie. Es könnte ihr gut tun. Ganz ruhig, Mistral. Ich bin's. Oh. Lena! Ich schaffe es nicht. Keine Sorge, das wird schon wieder. Oh. Hey, tut mir leid, Lena. Vielleicht war es zu früh, Mistral wiederzusehen. Ist nicht deine Schuld. Weißt du, das ist ein merkwürdiges Gefühl. Ich fühle mich mit Mistral sehr verbunden, aber gleichzeitig macht er mir auch Angst. Du musst Geduld haben. Mach schön langsam. Danke, Angelo. Nur was ist, wenn Teile meiner Erinnerung nie wieder zurückkommen? Vertrau mir, du wirst dich an uns erinnern. An dein Pferd und auch an diesen Komiker da. Ich hab alles in den Haaren. Gegenangriff! Getroffen! Was ist denn, Lena? Träumst du? Was hast du, Lena? Alles okay? Ich erinnere mich an dich, Angelo. Unschlagbar in der Dressur und an der Gitarre. Und an dich, Anna. Du liebst alle Tiere und bist meine beste Freundin. Und an mich? Nein, tut mir leid. Oh. Jedenfalls bist du dank der Ranch auf einem guten Weg. Ich bin sicher, dass du dich bald wieder an alles erinnern kannst. Du willst es durchziehen? Aber klar, wenn Lenas Vater erfährt, dass sie ihren Mistral auf der Ranch besucht hat, wird er toben. Und es würde mich nicht wundern, wenn er ihn weggibt. Etwa an den Touristenclub? Und so wären wir ihn auch bei den Turnieren los. Dann wäre mir der erste Platz ab jetzt immer sicher. Sila, Josephine, geh zurück! Wir müssen sie trennen, das ist sicherer! Wow!
Mistral! Ruhig! Josephine! Na los, komm mit! Also wirklich, Mistral, was ist in dich gefahren? Hey, warte! Hör mir bitte zu! Bestimmt verwirrt, weil ich Angst vor ihm habe. Und ohne dich wird er auch wieder wild, so wie er es früher war. Ja, als du ihn gefunden hattest, war Mistral auch so wild. Er gehört mir nicht? Nein, dein Vater hat sich bei der tierärztlichen Aufsicht für ihn verbürgt. Du hast es ganz allein geschafft, ihn zu zähmen. Und auch nur du kannst ihn reiten. Aber wenn er jetzt wieder wild wird, bedeutet er eine Gefahr für die anderen. Und für dich. Das darf mein Vater nicht erfahren. Ich enttäusche dich ja nur ungern, Lena. Aber dein Vater wird es sogar als Erster erfahren. Doch, du musst dich einfach erinnern. Nico, der Kite-König. Ich reite auf den Megawellen. Backloop, Freestyle und so. Und? Ich dachte, am Strand würde es dir wieder einfallen, wie auf der Ranch. Keine Sorge, Nico. Ich bin sicher, dass ich mich irgendwann an dich erinnern werde. Fahren wir zurück? Nein, na, wart mal. Hier an diesem Strand, da haben wir uns nämlich auch zum ersten Mal geküsst, weißt du noch? Ach ja, da klingelt bei mir was. Und wie war noch mal dein Nachname? War's Komiker? Nein, ganz im Ernst. Ich bin sicher, wenn wir uns jetzt küssen würden, dann würdest du dich wieder an mich erinnern. Oh! Ich warte beim Roller auf dich, Romeo. Nun hat dein Mund ihn aller Sünd entbunden. Zum Lohn die Sünd, oh Vorwurf, süß erfunden. Nun gebt sie zurück, Samantha. Julia. Oh, Julia, meine Prinzessin. Lena? Mhm. Können wir kurz reden? Ja, klar. Ich habe gehört, dass du heute auf der Ranch gewesen bist. Und dass es Probleme mit Mistral gegeben hat. Von wem weißt du das? Ich habe eine anonyme SMS bekommen. Du beschuldigst mich wegen einer anonymen SMS? Tja, Lena, es war ein Foto dabei. Und nun, stimmt es? Ja, ich war auf der Ranch mit meinen Freunden und Mistral. Ich verbiete dir hiermit strengstens noch einmal dorthin zu gehen. Warte, Papa. Dank der Ranch kommt mein Gedächtnis zurück. An das meiste kann ich mich schon erinnern. Nur nicht an Mistral. Und er macht mir Angst. Das stimmt, aber ich brauche ihn. Das spüre ich. Willst du damit sagen, dass dein Gedächtnis wieder zurückkommt? Das ist eine tolle Neuigkeit. Du wirst gesund. Ja, und darum vertraut mir bitte. Trennt mich nicht von Mistral. Also, wenn es dir hilft, darfst du selbstverständlich wieder auf die Ranch. Aber du hältst dich unbedingt von Mistral fern. Hast du verstanden? Oh, danke, Papa. Na los, du musst jetzt ins Bett. Morgen hast du Schule. Na, Lena, hast du echt alles vergessen? Und wie hast du dann zur Schule gefunden? Weißt du noch, wie hey, du heißt? Lena, wie viele Finger habe ich gerade gezeigt? Sie hat das Leute, ist ja gut jetzt. Lena, lasst sie in Ruhe. Hey, Lena! Hallo, Lena. Erinnerst du dich an mich? Ich habe alles vergessen, was mit dem Unfall zu tun hat, aber nicht die Schule. Ist ja umso besser. Wie geht's übrigens deinem Vater? Danke der Nachfrage, aber es ist alles geklärt. Und zwar dank deines hübschen Fotos. Oh, ich nehme dich beim Wort. Nenn Liebster mich. Ja, so bin ich neu gekauft. Neu getauft. Ja, und will hinfort nicht Nico mehr sein. Nein, nicht Romeo. Konzentrier dich, Nico. Wenn das so weitergeht, muss ich jemand anderen nehmen. Also, von vorn. Oh, Romeo, warum denn, Romeo? Verleugne deinen Vater, deinen Namen. Jetzt, da es mit deinen Eltern wieder besser läuft, wollen wir einen Ausflug machen? Ausreiten? Ja. Mit Mistral? Nein, auf Sila, mit mir. Das ist doch der Weg, wo ich den Unfall hatte. Ich dachte, das hilft dir vielleicht dabei, dich wieder zu erinnern. Funktioniert das? Moment, halt an! Ich zeig dir, wie es passiert ist. Also, du bist mit Angelo um die Wette geritten und plötzlich bist du davon galoppiert. Oh, hey, nicht so schnell, Karamell! Ich hole Romeo da mal zurück. Lauf, Josephine, höher!
Worüber haben wir beide vor meinem Unfall geredet? Naja, über nichts. Oder, tja, übers Küssen vielleicht. Ich meine nicht einfach so, sondern im Theater. Alles in Ordnung. Karamell hat am Ende des Weges gegrast. Sie war schon immer ganz schön verfressen. Na also, siehst du, es klappt doch. Du erinnerst dich. Genau. Die verfressene Karamell, die unerschrockene Josephine und der oberneugierige Sila. Und an mich? Erinnerst du dich jetzt auch an mich? Nein, tut mir leid. Jedenfalls machst du weiter Fortschritte, Lulu G. Bald wirst du dich wieder an alles erinnern können. Lena, was machst du da? Ich will mit Mistral allein sein. Das wird mir ganz bestimmt helfen. Ist gut, Lena, aber pass schön auf. Ich hab's im Griff. So, jetzt sind wir allein, Mistral. Nur du und ich, so wie früher. Bravo, so ist es gut. Ich muss meine Angst beherrschen. Ich kann es schaffen. Ich weiß, ich kann es. Sag, das war's noch nicht. Dieses Pferd ist vollkommen außer Kontrolle. Schickst du es Lenas Vater? Nein, noch viel besser. Oh, Julia, bezaubernde Julia, ich höre. Nico, Sie nehmen mir Mistral weg. Oh nein, ich komm dich abholen. Tierärztliche Aufsicht, wir müssen dieses Pferd mitnehmen. Was? Das können Sie doch nicht machen. Wieso nicht? Laut Gesetz schon. Dieses Pferd wurde Monsieur Steiner nur zur Betreuung übergeben. Außerdem liegt uns ein Video vor, das beweist, dass von ihm eine gewisse Gefahr ausgeht. Was? Ein Video? Das kann nur von dieser Schlange Samantha stammen. Nein! Alles okay, Lena? Ich erinnere mich, wie Sie das erste Mal gekommen sind, um Mistral abzuholen. Ich hätte ihn fast verloren. Das darf nicht nochmal passieren. Okay, geh schon mal zum Wagen. Ich bringe ihn gleich zu dir. Warten Sie! Mistral ist nicht gefährlich. Er ist nur ein bisschen nervös im Moment. Das zu entscheiden überlässt du lieber uns, Kleine. Na los, mein Hübscher, zurück. So ist es gut. Schön langsam. Komm schon! Na los! Höher! Höher! Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen nur etwas helfen. Mach dich nicht über uns lustig, Bürschchen. Gut, dann müssen wir ihn jetzt eben suchen. Gut gemacht, Angelo. Und wir müssen ihn zuerst finden. Auch nicht zurückgelaufen. Wir haben überall gesucht. Wo bist du nur, Mistral? Vielleicht haben die von der Aufsicht ihn vor uns gefunden. Und ich habe Mistral verloren. Für immer. Lass den Kopf nicht hängen. Kommt, wir reiten zurück. Morgen in aller Frühe suchen wir weiter. Mistral! Bist du ja. Es tut mir leid, aber du machst mir Angst. Ich erinnere mich an alles.
Na sowas. Man sollte meinen, das wäre nicht dasselbe Pferd. Das kommt daher, dass das nicht dieselbe Reiterin ist. So ist es gut, Mistral. Also, will dieses Pferd mir was antun? So, Nico, Julia wartet. Auf zum Theater! Nun lauf doch, Karamell! Lauf schon los, du Bummeliese! Ich erinnere mich, Nico, der große Galopp-Profi. Weißt du, was Nico gemacht hat? Er hat einen mega motivierten Ersatz für sich gefunden. Der blüht auf der Bühne richtig auf. Was er erfleht. Ina trabt und galoppiert, redet mit den stolzen